Hey, mal ein etwas schockierenderes Video, aber einfach ja gezeigt, so wie es ist. Und zwar bin ich gerade auf einem Behinderten-WC und es liegt daran, weil ich ja jetzt die Tage den Michael betreue in München und leider hat der Hausbesitzer, die Hausverwaltung, wo er eigentlich lebt, mal kurzfristig entschlossen, den Fahrstuhl zu erneuern, rauszureißen. Es war ihm total krass, was für Vorgaben es gab. Der hätte die Wohnung nicht wirklich verlassen dürfen und alles. Und er hat aber geklagt und im Eilverfahren ist er vor Gericht gekommen und ihm wurde Recht gegeben und jetzt hat er eine Ersatzwohnung. Jetzt hat er sozusagen gerade eine Luxusersatzwohnung. Aber was bringt all das, wenn es nicht entsprechend solche tollen Vorrichtungen gibt? Oder auch hier ist sogar eine Liege, das ist unfassbar. Mit diesen ganz, ganz wertvollen Griffen. Und diese Liege ist sogar höhenverstellbar. Wir sind jetzt am Marienplatz. Hier gibt es diese wahnsinnig tolle, moderne Toilette. Und wir müssen jetzt leider hierher, weil der Michael ist ab dem fünften Wirbel querschnittsgelähmt. Seine ganzen Körperfunktionen kann er auch nicht mehr steuern. Gibt es so einen bestimmten Begriff nochmal dafür? Der braucht praktisch einen Einlauf. Er kann nicht normal aufs Klo gehen. Und jetzt geht es darum, jetzt haben wir schon diese tolle Toilette und auch eine gewisse Privatsphäre, obwohl es ein bisschen unruhig ist. Aber was fehlt uns? Hier entsprechend warmes Wasser. Weil wer will schon mit arschkaltem Wasser einen Einlauf bekommen? Selbst wenn er es nicht spürt, es ist nicht sehr gesund für die Organe und für alles. Ja, und keine Ahnung, das ist, glaube ich, mal wirken, ob ich das wirklich veröffentliche. Und ich werde auch mit Michael reden, ob das für ihn in Ordnung ist. Ja, genau. Bis dazu. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Aber vielleicht lässt sich das ja von der Stadt München noch regeln. Und vielleicht auch in vielen anderen Städten, dass sich sowas, ja, dass sowas möglich ist. Danke vielmals. Alles Liebe, alles Gute für jeden da draußen. Namaste.